In der heutigen Folge Apple News Plus sprechen wir über das iPhone 12, das wohl doch günstiger wird als angenommen. Apple verkauft übrigens auch ein Ladekabel für 150 Euro. Außerdem haben wir Details dazu, wann genau welches Modell beim iPhone 12 erscheinen wird. Und ich bringe euch noch ein paar Fakten und Bilder zu AirPower. Das und noch ein bisschen mehr gibt es in der heutigen Folge gleich nach einem kurzen Spot. Dieses Video wird unterstützt von Zefdesk. Das ist eine total einfache Online-Bürosoftware, insbesondere geeignet für Selbstständige oder Freiberufler. Ihr müsst dafür nichts installieren, aber könnt einfach online alle eure Belege per Drag-and-Drop hochladen und ganz einfach digitalisieren. Das Dashboard bietet übersichtlich alle Daten zu Aufträgen, Rechnungen, Umsatz oder auch zu Steuern. Man kann von überall darauf zugreifen und kinderleicht professionelle Angebote und Rechnungen erstellen. Es gibt bei Zefdesk verschiedene Tarife für Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft. Aber schaut gerne in die Videobeschreibung, da könnt ihr es erstmal kostenlos testen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die weiteren Folgen nicht verpasst. Aber erstmal los geht's. Wir steigen ein in die heiße Phase. Also wenn ich jetzt richtig gezählt habe, dann dauert es weniger als 4-5 Wochen, bis wir eine Apple Keynote sehen könnten. Dazu aber später mehr. Das heißt, es werden jetzt immer mehr Details zu iPhone 12 und Apple-Produkte nach außen dringen. Vieles wird aber auch stimmen und über manches kann man natürlich kontrovers diskutieren, aber interessant finde ich es persönlich allemal. Deswegen dürft ihr euch gerne ein bisschen austauschen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr eigentlich davon haltet. Zu den Veröffentlichungsdaten zum iPhone 12 komme ich aber später nochmal. Wenn man aber schaut, wann genau die letzten neuen iPhones released wurden, dann kann man sich eigentlich genau einen bestimmten Tag im September mal rot markieren im Kalender. Schauen wir mal, ob das so passt. Aber alles der Reihe nach. Es ist ja kein Geheimnis, dass Apple-Produkte irgendwie exorbitant teurer als die Konkurrenzprodukte sind. Ich meine, 1000 Euro für den Mac Pro Standfuß ist wirklich viel. 800 Euro für 4 Rollen ist aber echt absurd. Jetzt wird es aber noch verrückter, denn ich rede hier von einem USB-C-Kabel. Ihr wisst schon, also das Ding, was man bei Amazon für 7,99 Euro kaufen kann. Es gibt nämlich auf der Apple-Seite ein bestimmtes Kabel für sage und schreibe 145,20 €. Das ist abartig. Das Kabel kommt in einem schwarzen geflochtenen Design, das nicht verheddert. Ist schon mal eine gute Sache, okay. Aber die Besonderheit ist dabei die Geschwindigkeit, die man damit erreichen kann oder erreichen soll. Thunderbolt 3 wird nämlich unterstützt und Dateiübertragung mit bis zu 40 Gigabit pro Sekunde und auch Aufladen übrigens, wenn ihr ein MacBook habt, mit bis zu 100 Watt wird unterstützt. Okay, das hört sich echt cool an und zum Vergleich, das 8-Euro Kabel bei Amazon hat gerade mal Geschwindigkeiten mit bis zu 5 Gigabit pro Sekunde. Also wenn man viele Daten irgendwie übertragen möchte, für Filmmaker wird das interessant, dann ist das Kabel vielleicht doch ganz gut oder es kann wirklich nützlich sein. Aber hier würde ich mal echt behaupten, passt absolut der Spruch Time is money. 150 Euro für ein Kabel AMK. Niemals, ey. Ich weiß, viele von euch sind jetzt natürlich hier wegen den iPhone 12 News, aber ihr müsst dann noch kurz gedulden. Ich habe nämlich ein paar weitere Infos für euch. Dazu komme ich aber auch gleich. Apple hat nämlich ganz heimlich einen neuen Ladestecker rausgebracht. Jetzt denkt ihr, warum ist das so spektakulär? Naja, es ist der 30 Watt oder das 30 Watt Ladegerät und das hat jetzt eine neue Modellnummer, aber man ist da gar nicht richtig bewusst, was da jetzt verändert wurde. Aber womöglich wäre das Ding kompatibel, Achtung, mit AirPower. Ihr wisst schon, AirPower, also das Ding, das Apple eigentlich schon vor Jahren vorgestellt hat, mit dem man mehrere Geräte gleichzeitig mit Wireless Charging versorgen soll. Und bisher war es aber immer so, und es gab unterschiedliche Probleme. Unter anderem konnte man jetzt zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass die Apple Watch ordentlich oder nach Apple-Standard irgendwie aufgeladen wird, weshalb einfach Apple das bisher noch nie released hat. Und die haben auch bisher noch kein Wort darüber verloren, warum nicht und weshalb nicht. Aber vor längerer Zeit hat zum Beispiel auch John Prosser einen Tweet gezeigt, in dem man das Produkt bei vermeintlichen Apple-Mitarbeitern auf dem Tisch liegen sieht. Das war, glaube ich, sogar im März oder im April. Aber nun sieht alles ganz danach aus, dass es endlich veröffentlicht wird. Es gibt zwar eine Menge an diesen Fake AirPower Matten, die man sich vielleicht auch bei Wish zum Beispiel bestellen kann,
Doch die Videos darüber gemacht haben, sind jetzt nicht so sehr überzeugt, dass man das Produkt auch empfehlen kann. Auch die Animation übrigens sieht super vielversprechend aus, denn immerhin lassen sich damit oder dann mit dem originalen AirPower mindestens 3 Apple-Produkte gleichzeitig aufladen. Aber kommen wir nun mal kurz zu den Zeitpunkten, wann wir denn genau mit welchem Produkt rechnen können. Zwar ist John Prosser jetzt nicht ein offizieller Apple-Mitarbeiter, allerdings möchte ich auch hier mal kurz auf seine bisherige Bilanz in Sachen Veröffentlichungsdaten mal kurz hinweisen, denn er hat in den letzten Monaten tatsächlich immer richtig gelegen, wenn es um Launch Dates ging. Also iPad Pro, iPhone SE und auch mit dem Release beim neuen iMac 2020 lag er richtig, genauso wie beim Google Pixel 4a. Er hat immer alles vorhergesagt und es hat auch richtig dann sich bewahrheitet. Also damit stelle ich auch seine Quellen überhaupt nicht in Frage. Und er behauptet jetzt nämlich, dass es im September gar kein Apple-Event geben wird, sondern dass zum Beispiel die Apple Watch Series 6 und auch neues iPad still und heimlich, aber via Pressemitteilung dann einfach veröffentlicht wird. Er sagt aber auch weiter, dass es erst im Oktober ein sogenanntes iPhone-Event geben wird. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe schon in den vorigen Videos schon 2-mal darauf hingewiesen, dass es eben vielleicht ein September- und ein Oktober-Event geben wird. Das September-Event streichen wir jetzt mal und jetzt wird es halt nur ein Oktober-Event geben. Vorbestellen kann man das iPhone 12 oder iPhone 12 Modelle sofort am 12. Oktober. Ausgeliefert werden die dann eine Woche später am 19. Oktober oder ab dem 19. Oktober. Wer allerdings ein Auge auf die Pro-Modelle, also iPhone 12 Pro-Modelle geworfen hat, der muss sich noch länger gedulden. Und zwar bis in den November hinein. Zwar hat John Prosser kein genaues Datum genannt, das liegt wohl daran, dass es noch gar kein genaues Datum gibt, wann wir mit iPhone 12 Pros rechnen können. Ihr wisst schon, Covid-19, Corona hat die Welt lahmgelegt und das liegt wohl einfach daran, dass es immer noch enorme Verzögerungen in der Lieferkette bei Apple geben soll. Ich habe bereits früher schon mal gesagt, wenn ihr unbedingt ein iPhone 12 Pro als einer der ersten in die Hand haben wollt, dann müsst ihr euch beim Vorbestellen beeilen, weil ich nicht glaube, wenn man jetzt 10 Tage oder eine Woche wartet nach dem Release, dann wird man es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr bekommen. Also nochmal, wer es unbedingt haben will, soll sich beim Vorbestellen beeilen oder einfach warten bis nächstes Jahr. Apropos nächstes Jahr, wahnsinnige Überleitung, nein. Aber bei Mac Rumors gab es nämlich dann vor 2 Tagen einen Bericht darüber, dass es eine Art günstiges iPhone nächstes Jahr geben soll. Und zwar den Analysten bei Wedbush zufolge soll es daran liegen, dass es günstiger wird, weil da nämlich das 5G-Modul fehlen wird. Also ein reines 4G iPhone 12. Und wir in Deutschland würden dem wahrscheinlich gar nicht hinterher trauern, weil 5G in Deutschland tatsächlich immer noch nicht flächendeckend funktioniert. Aber eine Sache muss ich dann doch noch sagen, die reden zwar von einem günstigen Modell, aber da wird dann auch einfach der Betrag von $800 plus Steuern immer reingeworfen. Und 800 Euro oder 800 irgendwas plus Mehrwertsteuer empfinde ich eigentlich nicht mehr als günstig. Aber ich finde es super interessant, was es jetzt alles in Richtung iPhone 12 und auch Apple-Produkte allgemein passiert ist. Und vor allem bin ich auch gespannt, wie sich das Ganze jetzt noch entwickeln wird in dem nächsten Monat bis zum Release tatsächlich. Aber das soll es auch schon mit der neuen Folge von Apple News Plus sein. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ansonsten bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs freundliche Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya.